Privates. Ja. Sehr interessant, da war aber nichts. Ja. Na gut, wenn nichts war, dann geht auch drüben so eine Tür auf der anderen Seite. Ja, da kommt jetzt bestimmt was Gruseliges, gell? Weiß nicht. Warte mal. Warte mal. Ja, wie war denn das nochmal? Das weiß ich gerade selbst noch nicht mal, wie das war. Ah. Nein. Fängt das Schloss, hä? Einmal. Ah, guck mal hier. Also ich habe jetzt gerade mal. Ein bisschen übernommen jetzt gerade hier jetzt an der Stelle, weil ich gerade selbst nicht mal weiß, wie diese Tür hier aufging. Tür! Tür! Fängt das Schloss, das hieß, konnte man das nicht aufbohren oder so ein Scheiß? So, da unten hast du was vergessen. Ach da, guck mal hier. Hast du nicht gesehen? Brechstange. Da. Brechstange. Huh? Auf jeden Fall ein Schlüssel drin. Ich verrate dir auch wo. Nein. Nein? 4th of July. Eat the ancient stone. Alter, ist nicht im Schrank. Ah! Versteck dich im Schrank, versteck dich im Schrank, versteck dich im Schrank! Geh auf! War da einer? Sicher? Schlägt der gegen die Tür? Oh oh. Er ist da. Jetzt musst du schön ruhig bleiben. Was hörst du? Ist er da? Leute, ich mach mal ganz langsam die Tür auf. Siehst du es, wie das Bild verschwimmt? Hörst du ihn noch? Jetzt gerade nicht. Irgendwann geht er weg. Irgendwann ist er weg. Irgendwann? Hörst du ihn? Gerade nicht mehr. Ich bin mir nicht so sicher. Aber er ist wieder drin, gell? Aber der ist wieder reingegangen. Der ist noch nicht raus. Nee, der ist noch nicht raus. Der läuft da im Gang da vorne rum. Ich weiß nicht, ist er jetzt vielleicht weg? Weil ich sehe auch keinen Rauch mehr. Kannst du den nicht? Ja. Ich glaube, der ist buggy, weil das teilweise öfters hier an der Stelle war. Eigentlich müsste er weggehen. Das tut er ja nicht. Schöne Garderobe, oder? Du kannst sie gar nicht hören? Gar nichts? So, jetzt hab ich's mal auf. Mein Headset hier. Oh mein Gott. Da ist eine Tür aufgegangen. Wo rennt der jetzt bitte schon hin? Was? Ja, das jetzt, weißt du? Ja, viel Spaß. Wir gucken jetzt mal ganz lieb, meine Freunde. Hallo? Hallo?
Hallo? Ist da wer? Oh, Gott sei Dank, er ist weg. Okay, gut, wir haben es geschafft, er ist weg. So. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Alles klar, so, guter Versteck und so. So, wir machen jetzt natürlich das kaputt. Klack. Zack. Und wir haben den Schlüssel für den Maschinenraum. So, unser Freund hier ist weg. So scheint es. Oh Gott, ich höre hier aber was. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Ich verstecke mich nochmal. Ach, jetzt weg, gut. So. So, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ich gebe euch jetzt mal wieder weiter, denn wir machen eine kleine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen und so weiter. Ich gebe euch nochmal weiter, weil sie sagt euch natürlich auch Tschüss. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Aufnahmesession von Amnesia. Und ich gebe euch direkt weiter zur Eva, damit ihr sie wieder schreien hört oder wie auch immer. Bis gleich. Yo, Gude. Also ja, gut. Ich zock dann mal eine Runde, ne? Also, ja. Da ging's raus. Ja, du blätterte das Buch der Montage. Suchte nach links. Da ist noch eine Tür. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Was? Ich bin die Erzählerstimme, ja, die erzählt. Ja, du bist die Erzählerstimme. Oh. So, das ist jetzt wieder dein Part. Da darfst du dich jetzt wieder umgucken. Rechts ist ein Zimmer, links ist ein Zimmer, überall ist ein Zimmer. Warum so viel Licht? Ja, mach dir Licht. Oh, selbst gesehen. Sehr gut, sehr gut. Was schreit da so schon wieder? Mach die Tür zu. Immer wenn er schreit, am besten die Tür zu machen. Da, guck mal, da unten ist eine Kiste. Doch, oh, Eva ist da eine geil. Kiste. Sie macht die Kiste auf und holte sich das Zeug raus. Sie sprang, irrte umher, wusste nicht, wo sie hin sollte. Ja. Sie dreht sich um. Anscheinend ist in diesem Raum nichts mehr übrig. Sie sollte am besten rausgehen. Und weiter die Wohnung durchsuchen nach nützlichem Kram. Und am besten nicht die Tür sich gegen den Kopf hauen. Gegenüber war eine Tür, sagte sie. Lalelu. Und auch dieser Raum war stoppfinster. Oh, ganz gefährlich. Oh, da ist nichts vor. Ah, da ist eine Kerze. Wenn du Licht haben möchtest, kannst du die Kerze anmachen. Da. Oh, ich mach's jetzt romantisch. Komm, Baby. Ein bisschen Romantik muss sein. Ein bisschen Romantik. Oh, da liegt, glaube ich, ein Brief auf dem Tisch. Oh. Yes, Sir. Ein Brief, den wir direkt wieder wegklicken. Oh. Oh, das ist auch gut. Wer es lesen will, bitte einfach auf Pause klicken und durchlesen. Uns interessiert nur das Geschrei. So, in diesem Raum scheint nichts mehr zu sein, sagte der Erzähler. Und Eva begab sich aus dem Raum hinaus. Oder sie schaute noch ein bisschen um. Oh, hast du jetzt einen Dachschaden? Ja, hast du. Das bist du. Also woher kam ich denn jetzt? Von rechts kamst du. Du musst weiter nach links. Hi. Warum so viele hier?
Guck mal aus dem Fenster. Erschreckt? Okay, das ist ein Hinweis für dich. Ja, mit irgendwas kannst du dich doch zerhauen, oder? Genau, aber erstmal musst du jetzt noch weitergehen. Aber da unten liegt was die ganze Zeit auf dem Boden, du hast die ganze Zeit angeguckt. Da. Öl. Ach, das kann man aufnehmen. Okay, gut. So, rechts ist ein Zimmer. Moment. So was musst du sagen, dass die Leute wissen, was los ist. Rechts ist ein Zimmer. Rechts, da ist rechts. Da ist rechts. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Was haben wir hier? Blut. Und Licht. Blut. Was kann man des menschlichen Schädels? Ach du Scheiße. Bumm! Da liegt ein rechts, ein Brief an rechts. Da. Genau. So, so langsam muss man sagen, hat sie es auch mit der Steuerung raus und wie man es macht, ja? Eine Feder! Och Mann. Die steckt da drin fest. Mann. Da scheint nichts zu sein, aber da ist ja noch rechts ein Raum. Stopp, zurück. Ja, da. Genau, da müssen wir noch weiter rein. Wetten, da werde ich jetzt erschreckt. Warum? Da steht doch schon nichts an. Ja, guck doch, rechts, da. Ja toll, das ist eine Statue. Ein Buch lesen. Nee. Oder einen kompletten Stuhl mitnehmen. So, guck dir das. Erstens, da ist wie ein Schreibtisch. Das ist das Wichtigste. Du kannst den Schreibtisch kannst du wieder aufmachen. Das geht nicht. Habe ich schon probiert damals. Aber die Idee war nicht schlecht. Lagerfeuer. Okay, nix. Zündhölzer. Und nichts. Da ist noch eine, da rechts, genau. Ah! Waren doch nur Skelettköpfe. Ja, ich wusste doch, dass ich erschreckt werde. Aber guck mal das Bild rechts an. Links. Das? Ja. Das war vorher ein schöner Mann, falls du das nicht vorher gesehen hast. Diejenigen, die jetzt gerade das Video schauen, die können das nochmal zurückspulen, die sehen, dass das vorher ein schöner Mann war. Und jetzt ist es aber kein schöner Mann mehr. Jetzt sieht es dieser Geister. Guck mal, ob du was mit dem Bild machen kannst, das weiß ich nicht mehr. Nein. Das sieht aber schon eklig aus. Okay, jetzt darfst du wieder zurückgehen und dich ums Fenster kümmern. Nimm mal irgendwas Schweres mit, was du hier auf den Tisch findest. Oder sowas, ja, das geht auch. Tür aufmachen und dann da durchmachen. Ach, guck mal, die ist schon offen. Nee, doch nicht. Oder den Stuhl geht auch, aber ist ja egal. Du hast die Tür wieder zugemacht. Nein! Toll. Was ist los? Zack. Ah! Da hat was bumm gemacht. Ja? Ja. Aber bleib, lass erstmal die Kiste liegen und guck dich erstmal rechts um. Rechts lang. Da geht's ja auch noch ein Stück weiter. Damit du siehst, warum du durchs Fenster musst. Weil es zugeschüttet ist. Oh. Sonst ist da nichts. Das ist alles nur kaputt. Du musst einen anderen Weg nach drüben suchen. Und der führt natürlich vors Fenster, ne? So, mit Rechtsklick kannst du werfen. Nein, mit Rechtsklick. Einfach mit Rechtsklick machen. Warte, zeig mal. Yeah! So, und jetzt langsam. Ich weiß nicht, ob ich das übernehmen soll. Ich weiß nicht, ob du so gut springen kannst. So über Dinger springen. Ach, da. Darüber musst du jetzt, ja. Ich will erstmal die Zünderbox haben. Ja, da musst du dich ducken. Wie ging das nochmal? Hier. Ducken und ein Stück zurück. Rückwärts laufen.